So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Darksiders Warmastered Edition. Wir haben im letzten Part diesen tollen Stein wegbewegt und können jetzt hier durch das Tor durch. Links haben wir... Sollen wir es schon nehmen oder lieber... Ah ne, brauchen wir noch nicht. Können wir uns für spätere Ereignisse noch aufbewahren. Leben ist, wie gesagt, wertvoll. Vor allem... in der Apokalypse. So. Also gucken wir mal, wo sind wir jetzt hier? Das ist irgendwie ein sehr großes, wichtiges Gebäude. Da haben wir zwei dieser Suizidflammen-Typis. Ne? Oh. Sind schon ein bisschen aggressiv drauf hier. Oh. War ein bisschen langsam. Und. Oh. Wollte ausweichen. Na, springt sich hoch, ja. Zur Not kann ich jetzt nochmal zurück und. Ah, ne. Moment, kann ich zurück oder nicht? Und die Truhe öffnen. Kritisch, kritisch. Ne, ich glaube, ich warte erstmal noch kurz. Auf jeden Fall will ich den unteren hier töten. So. Hallo! Na, voll daneben. Oh, in der Luft lässt sich's nicht gut ausweichen. Wir sollten den Bodenkampf bevorzugen. Ja, du bist irgendwie einfacher als dein Kumpel. Nee. Du haust uns nicht. Aber darfst gerne in die Luft gehen. Das kann ich ruhig machen. So, hier haben wir ein paar Zombies. Können wir uns aufheilen. Zack, zerquetscht. Und weg. Also, ihr habt schon gesehen, da der eine wollte einen Angriff machen, aber wir haben den anderen währenddessen exekutiert und dann wird der Angriff abgebrochen. So. Hier unten haben wir das, ich glaube, zweite Artefakt. Oder was gab es denn hier unten? Hier unten. Ah, ne. Diese grüne Kiste mit schwarzem Schleier ist der Zeichen für einen Energiestein. Ne, Lebensstein. Ja, selbes. So, das heilt uns auch auf. Ja, dann können wir die Kiste auch erstmal trotzdem noch ignorieren. So, schauen wir mal. Genau, hier oben war nämlich... Oh, Krieg. Hallo? So. Einmal hoch und zweimal hoch. Da oben haben wir nämlich noch ein Artefakt. So, und theoretisch sollte man noch nicht an das Artefakt kommen, weil wir dafür noch was anderes benötigen. Praktisch. Ich weiß, also ich weiß nicht, ob es in der Warmastered Edition geht. In der vorigen ging es. Kann nämlich hier ganz weit auf den Vor, auf den Holz. Ah, das war zu weit. Vor auf den Holzbalken und mit einem geschickten Doppelsprung kann man doch noch drüber. Dann probiere es zweimal und wenn es nicht klappt, dann hole ich es halt in einem anderen Part. So, also einmal auf den Holzbalk. Gut, wollte nicht springen. Muss ich springen vielleicht ein bisschen früher drücken. Auch gut. So, nochmal. Also letzter Versuch. Eins, zwei, nee. Aber ganz knapp, also wir haben den anderen Holzbalken schon berührt. Das heißt, theoretisch kann man von dem einen Holzbalken auf den anderen. Praktisch war es eher so gedacht, dass wir dafür ein anderes Item benötigen. So, hier rechts kommen wir auch noch nicht weiter. Da brauchen wir auch noch ein Item, was wir nicht besitzen. Das heißt, wir springen runter und gehen mal hier das Dämonengewächs nach oben. So, hallo und tschüss. Oh. Nee. Oh, verdammt. Komm her, weg mit dir. Oh, da ist ja noch einer. Tod dir. Nochmal eine Lebenstruhe. Irgendwie kommen die mir gerade vor, als erschienen die ziemlich oft. Naja. Dann
Auf zum nächsten Gebiet. Der glühende Galgenturm. Genau, zweites großes Gebiet. Mit neuen Gegnern. Ah, beziehungsweise, was heißt neue Gegner? Das haben wir doch schon noch von der Einleitungsszene. Vom Anfang. Euch mal exekutieren. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob exekutieren mehr Zornkerne gibt als normales Vernichten. Exekutieren ist auf jeden Fall angenehmer. Weil der Tod steht dann sicher. Aber theoretisch muss man die Gegner nicht exekutieren, man kann sie auch trotzdem weiter angreifen, auch wenn das Symbol gezeigt wird. Aber warum extra Mühe machen? So. Da oben haben wir Sachen, wo wir noch nicht ran können. Mit Ausnahme von der einen Truhe da. Die ich gerne öffne. Da du mir Währungsseelen gibst. So. Machen wir erstmal storymäßig weiter. Und gehen zu unserem ersten Miniboss. Zum Heimgul Stragadur. Nom Straga Sendura. Weißt du, was hier eingesperrt ist? Das sind Dinge, die selbst du fürchten solltest, Reiter. Einst warst du stark, aber jetzt bist du schwach und du bist allein. Der Zerstörer weiß von deiner Ankunft. Und in diesem Augenblick schickt er seine Legionen gegen dich. Dann mache ich es kurz. Vernichte ihn! Phantomgeneral. Und der war kein netter Gegner. Oh, genau, der kann auch so einen klingengeisierten Zornangriff. Kein netter Gegner. Kann nämlich kleinere Gegner beschwören und während er das macht, müssen wir die Kleinen erstmal töten, weil er sonst jeden einzelnen Angriff von uns blockt. Einmal hier. Vernichten. Tolles bei Execution und Moves. Kann es sein, kann es vorkommen, dass wir Flächenschaden machen. Also mehrere Gegner noch während des Exekutierens treffen. So, dann und noch mehr. Was soll denn das jetzt? Au. Ah, au. 4 gegen 1 ist ziemlich unfair, wisst ihr das? Deswegen muss ich euch leider alle töten. Ja, bleibt einfach stehen. Weg. Weg. Und weg. Zack. So, jetzt aber. Au. 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 Das war eine miese Attacke. Oh, oh, also gut sieht nicht aus. Erster Tod. Am letzten Streckenpunkt neu starten. Ja, Phantomgeneral. Kein schöner Boss. Ja, komm. So. Ich brauch meinen... Oh. Ich brauch meine tolle Dash-Attacke. Nee, nee. Ja, hol deine eigenen Krieger. Das gefällt mir. Hast du nur 3 beschworen? Waren es nicht immer 4? Egal. So, einmal exekutieren. Zack, weg. Zack, weg. Und auch du. So, Phantomgeneral. Nee. Nicht mit mir. Ah, ich habe mich vorhin heilen können, merke ich gerade. Ah, ich hasse es, Heiltränke zu verwenden. Also, vor allem in dem Spiel. Weil die so extrem teuer sind. Zack, erwischt. Und dich exekutiert. Und dich exekutiert.
So, gib mir. Oh, was ist das für eine Attacke? Ja, laugt einen ganz schön aus, ne? Oh. Ja, weniger. Au. Ich muss ein bisschen an meiner Reaktion arbeiten. Beschwörst du jetzt wieder Leute? Nee. Du machst was anderes. Du machst deine... Oh, warum besiege ich ihn an? Ich bin doch blöd. Ah, oh, ich bin richtig blöd. Okay. Das war's mit dem Heiltank. Heiltank hast du gedrückt. Aber dafür ist der Arsch weg. Kann man nichts machen. Na, ist der Heiltrank eben weg. Hier. Das ist auch ein richtig cooles Gebiet. Die Statuen, die ihr Blut speien. Nur einer. Und diese Bodenrinnen mit Blut füllen. War der zweite und einer fehlt noch. Was ist denn da unten? Das ist ein ewig tiefes Loch. Und Nummer 3. Zack. Bist du hier, um den Henker zu spielen? Sie hätten euch alle vier schicken sollen. Ich habe nicht vor, dich zu töten, Samael. Ha! Der Zerstörer! Er ist außerhalb deiner Reichweite und außerhalb meiner. Hat das Gefängnis dich zu einem Feigling gemacht? Vielleicht gibt es einen Weg. Aber dafür musst du in den Turm des Zerstörers gelangen. Doch leider wird der Turm von vier seiner Auserwählten bewacht. Bring mir ihre Herzen und stell keine Fragen. Die Gründe für meine Hilfe gehen dich nichts an. Wo kann ich diese Wächter finden? Suche zuerst die Zwielichtkathedrale, in die sich die Fledermauskönigin Tiamat zurückgezogen hat. Doch ihre Wohnstadt ist nichts als ein Inferno. Über das Land wirst du es niemals erreichen. Suche hiermit den hohen Ort auf. Und bring mir ihr noch schlagendes Herz. Errungenschaft freigeschaltet. Gefängnisausbruch. Also treffen sie sich mit Samael. Auch Story relevant. Schattenflug. Diese übernatürlichen Flügel ermöglichen es, Krieg vorübergehend durch die Luft zu gleiten. Genau. Also, oh, neue Errungenschaft, Kluftspringer. Wir haben jetzt so eine, also nach zwei Sprüngen können wir so Flügel ausbreiten. Damit hat man nämlich hier in dem Gebäude das Artefakt holen können. Was ich auch kurz nachträglich mache. Genau, man kann auch diese Ströme nutzen, um noch höher zu fliegen. Und da haben sich ein paar Gegner respawned. Ihr seid schuld, dass ich meinen Heiltrank getrunken habe. Ihr Arschlöcher. Was willst du, ne? Du, ne? Na? Einmal tot auf Bestellung. Und du auch. Einmal tot auf Bestellung. Ja, wir holen noch kurz das Artefakt zurück. So ein Umweg ist das auch nicht. Einmal lang. Schauen wir mal, ob die Gegner sich gerespawnt haben. Bestimmt. Oh, da oben ist ein Behälter für Zornkerne. So ein paar Gegner haben sich gerespawnt. Das ist ja in Ordnung. Aber keiner der beiden großen Bubis. Hoch.
Euch können wir wieder improvisiert ermorden. Einmal, zweimal. Da haben wir noch einen. So, aufstehen. Zack. Von hinten erschlagen und... Ja, treffen sollten wir auch können. So, hier. Sollte theoretisch zu improvisierte Morde zählen. Einmal dich noch zerstampfen. Und jetzt können wir auch hier... Ha, wenn der Sprung klappen würde. Dann halt noch einmal. Hui. Oh, da oben haben wir einen Käfig mit Kerzen oder so. 1, 2. Aktiviere nicht deine Flügel. Also ich glaube, ich muss gleich weiterspielen und das dann rausschneiden, wenn es so weitergeht. Okay, nochmal. So, jetzt Krieg. 1, 2. Der will seine Flügel nicht ausbreiten. Muss ich nach 2 gedrückt halten? 1, 2. Nö, sollte eigentlich mit 3-mal drücken klappen. Ha. 1, 2. Jetzt. So, rüber geglitten und wir kriegen ein Soldatenartefakt. Ist wichtig. Wenn. Ich bin zu nichts zu gebrauchen heute. Du auch nicht, ne? Ja, da. Und. Ja, wegblasen wollte ich dich eigentlich nicht. Wollte ich. Egal, dann. Ah, haben wir Schädel zertrümmert. So, bei dir auch. Und zack, weg. Dann können wir weiter mit der Story gehen. Beziehungsweise nein. Ich gehe erstmal woanders hin. Nämlich müssen wir jetzt eigentlich rechts gehen und die Tiamat finden. Schade. Ja, es bewegt sich so schnell. Es bewegt sich. Was war denn das? Oh Gott. Was war denn das für ein Move? So, hallo Rabe. Ne, nix. So, eigentlich müssen wir jetzt rechts lang, aber ich will erstmal nach links, weil da hat was, was ich gerne haben wollte, möchte. So, einmal nämlich dich. Tötet. Einmal gibt's natürlich dich, mein liebster Freund. Dich noch vernichten. Exekutiert. Zack. Exekutiert. Und zack. Da hinten können wir nicht lang. Aber wir können ein bisschen mit Auto schmeißen. Macht ja auch Spaß. So, hier hat nämlich einen Vulcrim-Shop. Sieht man an diesen tollen Anhängern. Habe ich ja irgendwie... Ah, Leichen. Geh nach Hause. So. Brauchen wir nicht mehr. So. Hier hat's einen Vulcrim-Shop. Aber zuerst will ich hier die Kisten natürlich öffnen. Damit wir auch ein bisschen shoppen können. Und hier oben hat's noch eine Kiste mit einem Zornkern. Mit 4 Stück kriegen wir eine neue Leiste. Vulcrim-Position wurde Chronik hinzugefügt. Auf deiner Reise wirst du in den Besitz bestimmter Gegenstände kommen, die für mich besonders interessant sind. Artefakte der Legion der Gefallenen. Wenn du Legionsartefakte findest, dann bring sie mir. Ich werde dich dafür entschädigen. Die Artefakte tauschen wir gleich mal. Geben uns 5000 Seelen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier können wir Lebensessenz... Ja, eben. Shellkriegsgesundheit vollständig. Er kostet 1500 Seelen und Wiederbelebung kostet 3000. Und ein Gefäß, allein, dass wir das mit füllen können, kostet nochmal 2000. Übertrieben. Genau. Im Vulcrim-Shop können wir einen Zornkern und ein Bruchstück kaufen. Also ist ein einmaliger Kauf. Dann haben wir hier Waffenmeister.
So, ganz wichtig, was ich jetzt... hier kann man noch die anderen Zornangriffe kaufen. Was ich mir jetzt gönnen möchte, ist die Sense. Gibt auch ein Achievement. Der Tod. Die massive gebogene Klinge der Sense eignet sich für größere Schwünge, die mehrere Feinde auf einmal vernichtet. Genau, ist die Primärwaffe von Tod, dem Bruder von Krieg. So, einmal möchte ich gern die Sense kaufen. Und... dann hätte ich gern noch die... Todsense. Bist du den weiten Weg gekommen, um meine Zeit Erweiterung zu vergeuden? Ha. Irgendwie haben wir die Wahl zwischen Sense und Todsense. Naja. Was will ich denn kaufen? Ein gesprungener Kreissägenangriff. Ich glaube, ich will Todsrache. Genau. Todsrache kaufen wir noch. Das ist nämlich der Sprintangriff der Sense. Auch wenn er mir der Harpunenangriff zum Beispiel mit dem Schwert mehr gefällt, müssen wir jetzt primär mit der Sense kämpfen, weil es gibt ein Achievement, wenn man primär und die beiden Sekundärwaffen auf je höchster Stufe hat. Gibt es das Achievement. Und die Primärwaffe kriegt man automatisch mit der Zeit auf, also automatisch durch den Spielverlauf irgendwann auf die höchste Stufe. Deswegen müssen wir eigentlich jetzt primär mit den Sekundärwaffen kämpfen. Genau. Bevor ich den Part beende, würde ich sagen, schleiche ich mal einmal noch hier runter. In den Tod, genau. Soll ich vielleicht ein bisschen geschickter anstellen. Da unten hat es nämlich noch was. So, einmal... zweimal und kann man da rübergleiten, reicht das? Ja. Hier haben wir noch eine große Truhe mit einem Teil der Abgrundrüstung, dem ersten Teil. So, ansonsten gibt es hier gar nichts. So, dann können wir den Luftstrom nutzen, um wieder nach oder auch nicht springen. Also irgendwie will Krieg manchmal nicht springen. So, kann man das bitte nochmal machen, lieber Krieg. 1, 2 und gleiten. Und hochgleiten. So, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier zur Mitte. Und ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen, wie es im nächsten Part weitergeht. Auf dem Weg zur Tiamat. Sehen wir dann. Bis dahin, euer Hans-Peter. Ciao.